Also ich habe ja einmal versucht, aus meiner Kunst Wissenschaft zu machen. Und das ist mir ungefähr so gelungen wie den Parteiführern die DDR. Und damit sind wir eigentlich quitt. Niemand braucht jemandem anderen was vorzuwerfen. Köln, März 1989. Wir haben es ja beide nicht geschafft, sozusagen. Vor 9 Jahren wurde der Künstler Ralf Winkler aus der DDR ausgebürgert. Als AR Pink lebt und arbeitet er seitdem in Dublin, London und Düsseldorf. Stimmt der Begriff der Westfrau? Was verstehen Sie darunter? Die Westfrau ist so groß, die Ostfrau ist auf der ganz kleinen Leiter. Das sind die Ostleiter, hier ist ja viel kleiner. Ganz realistisch alles, naturalistisch ist das alles. Von Naturalist Gerhard Hauptmann im Fernsehen. Brigitte Schenk traf A.R. Pink im Bad eines Kölner Luxushotels. An der Westfrau interessiert mich vor allen Dingen ihre Gefangenschaft in der Übergangsmaschine. Und das interessiert mich auch an der Ostfrau, bis von der Ostfrau weiß ich das ungefähr, wie sich das verhält. Wir sind ja noch nicht im Zeitalter der Wissenschaftlichkeit oder der Wissenschaft. Wir sind ja vielmehr noch im Zeitalter des Glaubens. Diese lebendige Plastik ist eine wirkliche Darstellung dieser Übergangsmaschine, die vor allen Dingen darin besteht, dass festgehalten wird, obwohl man loslassen möchte und dass man irgendwann loslassen muss, obwohl man festhalten will. Zwiespältigkeit oder die Gespaltenheit kann ja nur überwunden werden durch, sagen wir mal, eine Art elektrisches Feld, welches das Ich erzeugt. Das Ich ist das Wichtige, ich nicht du, ich. Ich mache das. Ich. Die Dinge im Osten haben sich ja so entwickelt, dass Fasten-Ich möglich wurde im Osten. Fast wurde es möglich, weil es so stark bekämpft und sozusagen wegkonstruiert werden sollte. Und das System hat so eigentlich das starke, fast elektrische Ich erzeugt, hat es aber dann nicht ertragen können. Das ist die wirkliche Tragik im Osten. Das ist der tragische Fall. Die Westtragik liegt ungefähr so zwischen Heroin und Heroismus. Goodbye. Ich bin eine perfekte Frau. Ich bin eine perfekte Frau. Die Gewehre und die Katzen, die stehen ja in Beziehung zu der Übergangsmaschine. Es gibt immer noch Gewehre, weil es immer noch Tiere gibt. Wenn ich jetzt anstelle der Katze den Haushaltsroboter hätte, der den Frauen im Osten und den Männern im Westen die Arbeit abnimmt, dann braucht man weder Katzen noch Gewehre. Denn wenn man sich vorstellt, der Haushaltsroboter geht mit dem Gewehr auf Hirschjagd, das ist ja nicht wirklich absurd. Oder findest du das nicht? Und weil das so ist, Pank! Pank! Ja.
Es ist komisch, wenn ab und zu im Fernsehen ein Lapsus